Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich glaube, ich habe Marias Stimme gehört. Ich muss dringend hier weg. Wenn ich du wäre, würde ich unseren Pakt nicht brechen. Papa ist bestimmt nicht glücklich, wenn er erfährt, wie verlogen du bist, Jade. Aber eine total unterbelichtete Möchtegern-Diva redet so nicht mit mir. Wie hast du mich eben genannt? Das liegt wohl auch in der Familie. Ein schlechtes Gedächtnis. Ich merke mir nur Sachen, die wichtig sind. Oh. Lass meine Schwester in Frieden. Siehst du, wie du sie verteidigst? Ich verstehe das nicht. Dieses Mädchen ist total ordinär. Was? Was hast du gesagt? Hä? Was soll das? Das heißt, Gregorio will dich auswerfen, weil du eine Freundin verteidigt hast. Stimmt das so? Eine Freundin, die auch noch denkt, ich wäre ein schlechter Mensch. Du wirst Thomas nicht von der Schule verweisen. Du kannst ihn nicht hinauswerfen. Ich werde das Studio schließen müssen, weil ich finanzielle Probleme habe. Ich wurde aufgefordert, was Schlimmes zu tun. Wenn nicht, hätte ich die Schule verlassen müssen. Wer hat dich aufgefordert, was Schlimmes zu tun? Das muss ausgerechnet die sagen, die die Sache mit Tommy ruiniert hat. Sie hat alles falsch gemacht und er ist ihr weggerannt. Und weil ich alles richtig gemacht habe, sind Thomas und ich jetzt zusammen. Beruhigt dich der Glaube, dass du mit Leon die richtige Entscheidung getroffen hast? Ich bereue es, dich jemals kennengelernt und mich so sehr in dich verliebt zu haben.